It's Vlogmas time. Guten Morgen. Also in meinem Fall guten Morgen. Gut, noch ist er gut, der Morgen. So, es gnomt hier bei mir zu Hause. Gestern kam der vorletzte Hinweis, also was den Gnom betrifft, was zu machen ist noch. Und jetzt habe ich mal meinen Glitzerfaden rausgefummelt aus dem Kastel. Wer kann sich erinnern? Ja, es ist eine Weile her. Der Glitzerfaden war eigentlich gedacht fürs Temperaturkleid. Da wollte ich doch Feiertage, Geburtstag, Weihnachten und so immer mit einem Glitzerfaden stricken. Also nicht nur, aber mitlaufen lassen in der jeweiligen Runde dann. Ja, und dann kam irgendwie so Anfang des Jahres, also den 1. Jänner habe ich noch geglitzert und ich glaube den 6. Jänner auch, und dann kam noch irgendein Feiertag und da habe ich schon das erste Mal drauf vergessen gehabt und dann habe ich es überhaupt bleiben lassen. Deswegen habe ich auch noch fast alles von dem Knäuel da. Das ist ein bisschen bestig, weil das wickelt sich von alleine ab. Ja, und beim Gnom, ich habe das nicht ganz verstanden, ich muss mir das noch einmal genau durchlesen heute, bevor ich das angehe. Wird jetzt eine Gürtelschnalle genäht und ich glaube ein ganzer Gürtel oder so. Irgendwie muss man jede vierte Masche so rum oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht verstanden. So, jetzt kann ich mir natürlich das zusammenreimen, weil wir haben hier zwei Arme. Ich nehme an, die werden wir morgen am 23. da irgendwo befestigen, die beiden Arme. Dann haben wir einen Bart, den picken wir auch irgendwo hin, mit Superkleber wahrscheinlich, also ich, und bitte gern geschehen, der war wieder gratis. Und ich weiß nicht, also falls das der Gürtel sein soll, dann wird das nichts, weil mein Gnom ist zu fett für diesen Gürtel. Falls es ein Schal sein soll, dann wird das auch nichts, weil mein Gnom ist zu fett für diesen Schal. Ich weiß wirklich nicht, wo dieses Teil dann hin soll. Eigentlich hätte ich vermutet, dass das die Arme sind, die ja so, weil da vorne, ne, das wird mehr Sinn machen, vielleicht sind das auch die Arme. Dann haben wir aber folgendes Problem, was ist das? Gut, das wird sich erst morgen auflösen. Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Jetzt ist mir der Bart wieder runtergefallen. So, hier der Bart. Das macht irgendwie auch keinen Sinn, oder? Ich weiß nicht. Das ganze Ding macht keinen Sinn. Und jetzt soll ich irgendein Gürteldings aufnehmen. Und also dieses graue Ding soll er wohl sein, der Gürtel. Ich meine, schaut mal, wo ist denn der? Ich weiß nicht, ob ich das mache. Aber vielleicht brauche ich das morgen, weil ich da irgendwas durchstecken muss noch oder keine Ahnung, dran nähen muss. Ja, nutzt nichts, ne, ich werde es machen. Ich will zwar nicht, aber ich werde es machen. Naja, vielleicht stricke ich noch einen von diesen anderen Gnome, wo man schon sieht, wie er wird. Weil ich weiß nicht, ob man der wirklich Freude macht. Das ist eben jetzt mein erster. Prost, Kaffee aus dem Weihnachtsheferl. Und ja, ich weiß nicht, ob mich der glücklich macht. Echt nicht. Der wird dann wahrscheinlich auch zur Weihnachtsdeko wandern nach Weihnachten und also in die Kiste wandern und nicht irgendwo herumstehen das ganze Jahr, das glaube ich nicht. So wunderbar finde ich den nicht, dass ich den das ganze Jahr übersehen muss. Ja, und da hätten wir auch noch den Faden. Ich glaube, den habe ich noch nicht dürfen vernähen. Vielleicht müssen wir den aufhängen. Dann. Oder ist das die Option, dass man am Christbaum hängen kann? Um Gottes Willen. Dann fällt mein Christbaum um, weil der hat schon ein Gewicht. Ja, also das ist mein vorweihnachtliches Weihnachtsgestricke heuer gewesen. Also zu mehr hat es nicht gereicht. Naja, immerhin, so ein Klops halt. Ein Klopsi. Aber es war machbar. Es war wenigstens machbar. Also
Hinweise alle 2 Tage waren ja so, dass man das quasi im Vorbeigehen hat machen können. Warum ist diese eine Kerze da so schief? Aber so schief ist die gar nicht. Das wirkt jetzt nur in der Kamera so eigenartig. Naja. Extra für euch habe ich die Lichter lang gemacht. Wollen wir mal das ganze Programm nochmal durchspielen? Ja. So, geht das? Na, muss ich das da 3 Sekunden halten? Jetzt weiß ich es nicht, dass die flackern. Angeblich flackern die auch, wenn sie. Egal. Ja. Farbwechselmodus an. Die verlieren allerdings die Synchronität mit der Wiederholung, die sie da machen, aber egal. Ich hatte die jetzt den ganzen Advent eigentlich nicht an, außer wenn ich da die im Hintergrund habe leuchten lassen beim einen oder anderen Video. Ich hebe mir das noch auf, weil das sind so Billigsdorfer Batterien drin und denen traue ich nicht. Und ja. Ich werde es am 25. und am 26. was davon haben. Macht aber nichts. Und am 23. am Abend kann ich mir auch schon da die Lichter anmachen noch. Und ja. Na? So. Dann haben wir das wieder in Weiß. Ich gehe noch heller und dunkler. Also für noch mehr Batterieverbrauch und weniger Batterieverbrauch. Ich habe da eher auf leicht. Für den weniger Batterieverbrauch. Und jetzt schalten wir es ganz aus. Ja. Bussi auf eure Bauchis und Papaci.